Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4 mit mir, dem Pete. Vielen Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Moment, da war ein Karma-Ereignis. Falls ihr euch wundert, so, wieso sitzen der in einem Auto? Der saß doch gar nicht am Ende der letzten Folge in einem Auto. Oh, 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 oh. Holy shit. Dann liegt das daran, dass ich gerade eventuell schon ein, zwei Minuten aufgenommen habe. Ohne wirklich aufgenommen zu haben. Das war mein Fehler, aber es waren wirklich nur zwei Minuten, von daher ist es überhaupt gar kein Problem. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Kein Problem, Alter. Da musste ich jetzt gerade schnell schalten und alle einfach überfahren. Aber das hat ja funktioniert. So, was ich heute vorhabe in der Folge. Wir wollen einmal hier die Brauerei übernehmen und wir wollen mal wieder schauen, wie es denn jetzt genau im Haus meiner Eltern aussieht, wo Yogi und Reggie noch rumgammeln, die zwei verplanten Drogentypen. Mal schauen, was da abgeht. Ich habe gerade eine Zwei. Alter, ich habe gerade auf jeden Fall Wortfindungsstörung. Nee, ich bin gerade zwei Stunden lang mit dem Auto durch die Gegend gefahren, von meiner Freundin nach Hause, durch Dunkelheit und Regen. Das war echt ein bisschen stressig. Das macht lange nicht so viel Spaß, wie tatsächlich irgendwie ohne Regen zu fahren. Aber das dürfte für euch ja auch keine Überraschung sein. Ich glaube, ich habe die Typen da gerade mit einem Schuss zumindest da rausgeschossen. Aber ich habe nie einen Bock, das Ding wegzufahren, deswegen mache ich das einfach kaputt. So. Und, was wollte ich denn jetzt sagen? Ah ja, genau, ich hatte diese kleine Tour hinter mir. Oh. Und wir haben jetzt Sonntagabend 22 Uhr. Ich habe gerade kurz noch ein bisschen in die Kommentare gelesen, habe nicht allzu viel Zeit gehabt, da mal reinzugucken, weil ich wollte unbedingt weiter aufnehmen, denn ich konnte jetzt das ganze Wochenende spielen. Aber da ist mir aufgefallen, ich muss mich auf jeden Fall dafür entschuldigen, dass ich die eine Waffe für eine Schrotze gehalten habe, für eine Shotgun, obwohl das in Wahrheit gar keine Schrotze war, sondern ein Jagdgewehr, das nicht krass streut und auf Entfernung ziemlich gut ist. Mein Fehler auf jeden Fall. Und wie einige in den Kommentaren schon richtig angemerkt haben, bin ich manchmal einfach ein Idiot. Kann ich mich erkennen jetzt hier? Muss man auch mal eingestehen, sich selber. Und ja, bei der Festung haben wir uns in der Tat nicht allzu klug angestellt. Ist ja auch absolut korrekt angemerkt. Oh. Da habe ich ja den Fehler gemacht, genau dann Waffen zu testen, wenn es nicht unbedingt die sinnvollste. Der sinnvollste Moment war. Also Waffen zu testen, um eine Festung einzunehmen, war nicht allzu clever. Muss ich selber ja zugeben. Moment, wo ist der T? Da ist T. Was war das? Ja, was machen wir denn jetzt hier mit dem? Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd, weil der eine Penner da hinten natürlich zuschauen kann. Der da. Nee, geh noch mal ein bisschen weiter weg. Dieses Mal habe ich was gehört. Du hast definitiv was gehört, Buddy. Die Frage ist, was? So, jetzt dürfte der dich nicht mehr sehen. So. Und dann haben wir ja am Ende der Folge auch schon wieder auf die alten Waffen zurückgeswitcht. Was nicht heißen soll, dass ich nicht neue Waffen auch ausprobieren möchte. Wir haben ja auch beispielsweise immer noch die hier am Start. Nur. Ja, gerade haben wir nicht so viel Neues, was wir noch nicht gespielt haben. So, da hinten auf der anderen Seite des Dings sind jetzt natürlich einige. Wobei den sieht, glaube ich, kein Schwanz. Deswegen ist das null Problem, um den wegzuficken. Da hinten die Oh, da habe ich doch einen fast übersehen. Oh mein Gott, ist das auch ein Jäger. Das ist jetzt natürlich ganz doof. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Da konnte ich jetzt natürlich nicht das schwere Geschütz rausholen. Nein, jetzt geht der Jäger weg. Oh mein Gott. Wenn ich das schwere Geschütz rausgeholt hätte, dann wären die alle, dann wären die natürlich auf mich aufmerksam geworden. Jetzt weiß ich nicht, wo der Jäger ist. Das kann nicht wahr sein. Der Typ ist da jetzt natürlich mehr oder weniger alleine. Aber wie gesagt, wo ist der Jäger hin? Wo ist er hin? Oh Mann, ey. Alter, jetzt brenne ich auch noch. Du verdammter Ofen. Ich habe heute mit meiner Freundin zusammen leider etwas zu spät als eigentlich geplant, aber immerhin habe ich es geschafft.
mein Bestrafungsvideo zur letzten Challenge Strike Folge aufgenommen. Normalerweise kommt dann so ein Bestrafungsvideo immer einen Mittwoch nach der Challenge Strike Folge, aber da diese Bestrafung nur mit zwei Personen möglich war und ich halt meine Freundin dieses Wochenende das erste Mal wieder gesehen habe, kommt es etwas später. Und zwar, ich glaube, es müsste in einer halben Stunde online kommen. Also heute um 19 Uhr, also Montag um 19 Uhr. Da ist der Jäger. I knew it. So, den haben wir nämlich jetzt erstmal erledigt. Wieso bist du auf dem? Aber Duftspuren nicht. Was ist denn jetzt passiert? Oh nein, ich wurde tatsächlich entdeckt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Diese blöden Jäger, die stinken aber auch wirklich hart nach Magie. Okay, gleich kommt Verstärkung. Lebt noch einer? Ich stoße jeden Moment zu euch. Okay, dann hole ich mal meinen geilen Knüppel raus. So, von wo kommt ihr? Ihr wollt meinen geilen Knüppel spüren? Könnt ihr? Oh, snap! Wie fühlt sich mein Knüppel an? Wow! Okay, ich habe zugegebenermaßen diesen Außenposten nicht unbedingt so eingenommen, wie ich das gerne gehabt hätte, aber man kann nicht alles haben. Vor allen Dingen war ich gerade noch so über die Bestrafung am Reden, vor allen Dingen, weil die wichtig ist. Das ist eine der crazigsten Bestrafungen gewesen, die wir bisher hatten. Hardy und ich haben ja beide Handys, wo so Slow-Mo-Aufnahmen mit möglich sind. Und das bedeutete, wir mussten unsere Handys nehmen und unsere Handys aufstellen und damit mit Slow-Mo filmen, wie wir einerseits ins Gesicht geschlagen werden, wie wir ein Ei ins Gesicht hart bekommen und wie wir eine Torte ins Gesicht geschlagen bekommen, ja? Also auf so eine behinderte Idee muss man erstmal kommen. Aber für behinderte Ideen sind wir natürlich immer zu haben. Feuer! Und das konnte ich heute endlich aufnehmen, ja, und kommt also heute am Sonntag und kommt dann für euch heute am Montag raus. Ach, da wäre ein Elefant gewesen. Ja, leck mich doch am Arsch. Den hätte ich natürlich nutzen können. Und das war ganz schön crazy, ehrlich gesagt. Ich sag zu meiner Freundin noch so, ja, mach nicht zu lasch, mach schön feste. Und dann ballert die mir das Ei auf meine Stirn. Also erstmal krass angefangen habe zu bluten. Das war ganz schön behindert. Aber es hat mega gute Aufnahmen gegeben, das muss man ja auch mal sagen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich hier machen? Wo war denn der Kaufpunkt? Ich glaube, ich wollte noch meine Munition auffüllen und so. Aber irgendwie gibt es hier keinen Kaufpunkt. Warum nicht? Okay, wer braucht schon einen Kaufpunkt? Wir wollen zu Yogi. Yogi und Reggie. Da wollen wir hin. Oh, wir haben 5 Fertigkeitspunkte. Fertigkeitspunkte. Nice. Das heißt, wir können jetzt endlich sprinten. Und so viele sagen mir, benutzt doch die Jagdspritze. Aber ich habe die Jagdspritze noch gar nicht freigeschaltet. Dann können wir uns mal in die Richtung bewegen. Komme ich mal euren Wünschen nach. Vor allen Dingen haben wir ja schon so viel Shit freigeschaltet, dass das kein Problem ist. So, von irgendjemandem von euch darf ich ja wohl das Auto benutzen. Okay, von dem da hinten wohl nicht. Geh mal hier auf Seite bitte. Dann nehme ich mir das Auto hier. Ist ja kein Problem. Moment, ich sollte nicht zu krass, damit ich nicht von der Brücke falle. Aber so müsste es gehen. Jawohl. Entschuldigung, guter Mann. Steuert man jetzt eigentlich auch mit der Maus? Nee, oder? Wieso fährt denn der den Weg? Ich habe nicht mal Reise zum Wegbook gemacht und der ist trotzdem dem Weg gefolgt? Ha, ich habe eigentlich gerade nicht Autoshit an. Brüder und Schwestern, hier ist Treues Kühlert mit Rabbi Ray Runner. Es ist kein Geheimnis, dass Kühlert finanziell nicht gut dasteht. Aber wenn es nach Amerika geht, geht's bald bergauf. Ich rede von Schulen, Krankenhäusern, Geld, um Ärzte und Lehrer zu bezahlen. Und wer weiß, vielleicht sogar für Schutzimpfungen. Klar, das wäre alles Drogengeld. Aber das ist okay. Und wisst ihr auch warum? Weil Drogen Spaß machen. Rabbi Ray Runner wiederholt nochmal. Drogen machen Spaß. Und wisst ihr, was mir an Drogen hat? Der DJ findet Drogen toll. Drogen machen Spaß. Wieso haben wir denn hier letztes Mal dieses Tagebuch denn nicht mitgenommen, hä? Hä? Wieso nicht? Wo ist es denn? Ach da. Na, sieh mal einer an. Natürlich hat Moangel bei seiner eigenen alten Bude ein Tagebuch rumchillen.
So, mal gucken, was die zwei Spacken jetzt wieder hier machen. Ich will die eigentlich rauswerfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber naja, mal gucken, was passiert. Ich lebe noch, ihr Schweine! Was, mein Freund? Ich weiß, du nimmst Donald Liebel, was er getan hat, aber wir hatten keine Wahl! Ja, keine Wahl! Und ich bin Yogi, du Sack! Ich würde euch trotzdem gern töten. Hör mal, ich verstehe, wenn du Reggie ein neues Loch machen willst. Wir sitzen in diesem Scheißland fest wie du, okay? Die haben unsere Pässe und zwingen uns, Leute zu verarschen! Wie dich! Und nach Indien können wir auch nicht zurück, nach dieser Sache mit der Kuh. Kühe? Ja, Kühe. Oh, so viel Kühe. Wir haben schon 10 Millionen Hits auf YouTube, klar. Echt jetzt? Ja, es war... Guck, wir dachten nur, wollte bloß reden. Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde. Doch, natürlich, du hast doch gegen ihn gewettet. Ich habe nur technisch gesehen gegen ihn gewettet. Ich wollte meine Wetten etwas streuen, alter Däne. Ihr meint Schwede. Ich dagegen... Hab dir vertraut. Hab auf dich gesetzt, Freund. Siehst du an? Und das teile ich natürlich gern mit dir. 60-40. Ey! 40-60? Besser. 30-70. Besser. Na gut, nimm einfach alles. Besser. Hast du dir verdient, nachdem du mit wem der Fahne kämpfen musstest. Oh, sehr beeindruckend. Seine Fahne? Sein Kampfstil, du Depp. Das war voll Gladiator. Ich würde sagen, voll 300. Ihr zwei haut jetzt ab. Raus aus meinem Haus. Ich zieh hier wieder ein. Und legt ihr euch noch einmal mit mir an? Dann erschießen wir Donald? Ich bin Yugi. Tütchen? Raus. Klar. Gib uns eine Sekunde zum Packen. Ja, wir sind Nestbauer. Ist etwas unordentlich. Aber zuerst? Was war hier drin? Keiner von diesen Tankers? Ja, Schlauberger. Was ist damit passiert? Nun, das ist eine tolle Geschichte. Ja, Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin. Gib mir einfach die Kurzfassung. Fein, Kurzfassung. Angekommen in Kyrat. Frisch vom Boot sozusagen. Und neugierig auf die örtliche Selbstanbauerszene. Sehr neugierig. Wir wurden nicht enttäuscht. Nee, nicht im geringsten. Es war ein netter alter Guru, der uns die Glubschaugen öffnete. Genau. An dem Tag hatten wir ein Kräuternirvana erreicht, wie noch niemals zuvor. Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt. Und dann erfuhren wir von Shangri-La. Shangri-La. Sozusagen der Geist des alten Kyrat. Des alten Kyrat. Eigentlich ist es... eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze. Schrödingers Kyrat? Leute, die Kurzfassung, ja? Gut, ja? Zurück zum Thema. Der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land war und dort ein paar Blüten probiert hätte. Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer alter Tanker, der immer an dieser Wand dort hing. Und wo ist der jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und in ganz Kyrat verstreut. Doch, das war noch nicht das Ende. Der Alte verkaufte uns eine Karte. Ja. Sie führte zu einer Höhle nicht weit von ihm. Richtig, mit einer furchterregenden Tür. Ja, sehr sogar. Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt verboten Bauart. Und was wurde aus der Karte? Ich glaube, wir haben uns damit eine Tüte gedreht, aber keine Angst. Du findest die Höhle auch so. Geh einfach nach Westen. Ja, genau. Wenn du eine Tür mit einer hässlichen Fratze siehst, weißt du, dass du richtig bist. Oh, und bring uns ein paar Blüten mit, ja? Wieso lassen wir uns so verarschen? Was soll das? Die sollen doch hier raus, die Schweine! Aber der hat wie wieder reingestürmt, ist cool. Vor allen Dingen, wie geil wir die Waffe so richtig schräg gehalten haben, weil wir so ein richtiger Gangster, Alter. Finde den Tanga. Okay. Hab ich... Ich hab wieder eine Waffe, ja? Nein, ich habe keine Waffe. Okay, dann nehmen wir das Ding da hinten. Weil das sind ja auch 1100 Meter. What the fuck? Okay, dann nehmen wir uns hier dieses geile Gerät. Jawohl. Und ab die Post. Ja, Wingsuit könnten wir natürlich auch benutzen. Finde ich auch... Oh, ne. Karma-Ereignis machen wir jetzt nicht. Das ist da unten. Da müsst ihr... Oh, ne, 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 ne. Da fliegen wir aber doch mal lieber ein bisschen. Ich meine, wenn wir einen ganzen Kilometer hier durch die Gegend cruisen müssen... Dann sollten wir vielleicht nicht ein
Pause machen für irgendwelche Billo-Karma-Ereignisse. Wobei wir Karma natürlich eigentlich bräuchten, damit wir irgendwann mal die Schredder bekommen. Mein Gott, die Schredder ist jetzt mittlerweile so overhyped, die kann eigentlich nur noch total enttäuschen. Falls sich einer erinnern kann, in Teil 3, wie früh hat man da die Schredder bekommen? Denn zugegebenermaßen kann ich mich da nicht mehr dran erinnern, ob es die relativ früh gab oder erst sehr, sehr spät. Weil hier, finde ich, ist es ja schon recht spät. Obwohl, das Menü sagt mir jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, wir sind jetzt bei 30,1% Spiel insgesamt. Aber dazu zählen mit Sicherheit auch die ganzen Collectibles und so weiter und so fort. Das ist bestimmt nicht nur die Story. Würde ich jetzt mal tippen zumindest. Wo cruisen wir eigentlich gerade hin? Lass mir das doch mal ganz kurz auf der Map anzeigen. In unerforschtes Gebiet. Interessant. Und da unten ist Pagan Zorn. Okay, Pagan Zorn ist jetzt natürlich eine ganz schön geile Geschichte. Eventuell müssen wir uns dann doch nochmal umentscheiden. Habe ich in irgendeiner Weise getroffen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich bin natürlich auch noch relativ hoch. Muss mal ein bisschen hier an Höhe verlieren. Nein, nicht so. Ah! Das ist nicht mal so einfach. Das ist mal besser. Ja, wo könnte er nur sein? Wo ist er nur? Oh Gott, ich glaube, sie haben mich gefunden. Aua! Ja, sie haben mich gefunden. Oh Gott, Wingsuit Power! Oh Gott, ah! Okay, jetzt geht's mir wieder besser. Okay, dem Auto geht's nicht ganz so gut. Holy shit, ey. Na, Freunde? Hä, wo ist denn noch einer? Moment, ist der weitergefahren? Hätte ich mir die Autos vielleicht nicht kaputt machen sollen, damit ich da hinterherkomme. Scheiße, hätte ich nicht gedacht, dass das dritte Auto einfach so weiterfährt. So total easy peasy, so. Ja, meine Kollegen können ja ruhig draufgehen, ist mir auch scheißegal. Ich fahre einfach mal ein bisschen weiter. So, mal gucken, ob wir es von hier aus sehen können. Oh shit, wir können ihn nicht mal sehen. Wie schnell ist denn der bitte weitergefahren? Holy shit, ist der schnell! Okay, wir versuchen jetzt mal Trick 17. Nein, falsche Richtung. So, Pagan Zorn ist, glaube ich, gerade erst hier vorbeigefahren. Da vorne fährt er, das schaffen wir noch. Gib Gas! Na, jetzt haltet ihr an, ey. Halt. Oh oh, oh oh. Oh, und weg mit dir! Yes, Robbie Ray, motherfucker. Anscheinend waren die letzten Außenposten, die der goldene Pfad erobert hat, kein Zufall. Der Pfad kontrolliert jetzt fast die Hälfte der Außenposten-Entführer. Ich sollte mir demnächst mal ein paar davon ansehen, aber das schied ich schon lange vor mir her. Vermutlich wegen der ganzen Horrorgeschichten, die man sich über diese idealen Anlagen dort erzählt. Ich meine, die Anlagen sind bestimmt super und vielleicht haltet ihr jetzt weniger von mir, aber ich brauche ein sauberes Badezimmer und ein echtes Klo, um dort richtig einen in die Keramik zu ballern. Ja, ich weiß. Rami labert immer so einen Unfug, ey, das ist der absolute Oberhammer. Hier ist eine Maske, die Ziege hat wieder zugeschlagen. Hat die Ziege dich getötet? Entschuldigung. Ich höre sie sehr, sehr klar eigentlich gerade. Jetzt bin ich gerade doch ein wenig verwirrt. Ist sie hier oben? Warte mal, ist sie hier auf den Streben? Das hört sich nicht danach an. Da! Erstmal kaputt treten. Noch eine bis zur nächsten Belohnung! Jawohl! Wir kommen der ganzen Geschichte näher, so muss das. So, jetzt weiter Richtung Türe. Das ist wieder typisch Far Cry, ne? Da kommt wieder kein Stück voran. Warte mal.
Ach ne, der Glockenturm ist mir jetzt aber zu weit weg. Muss jetzt ja hier nicht übertreiben. Ich dachte mich gerade dadurch, dass der unten schon so angezeigt wurde, dass der Glockenturm hier total in der Nähe wäre, aber... Ich glaube, dem ist nicht so. Oh, ich steige hier mal eine Runde aus. Und nähere mich der Türe vorsichtig und leichtfüßig, wie es sich für mich gehört. Aber ihr seid ja... Oh, ich wusste, hier sind Gegner. Ich wusste es. Sind noch mehr von diesen Jägern? Die Jäger sind ganz schön scheiße. I knew it! Sind hier noch mehr von euch? Sag's mir! Jägerboy! Wie ist die Lage? Gucken, was er so dabei hat. Eine hypodermische Nadel. Er sieht aber so aus, als wäre hier nicht mehr so viel. Doch, ich wusste es. Weißt du, ich wusste es, ja, voll gelogen, ey. Als wenn ich das gewusst hätte. Ich bin gerade davon ausgegangen, hier wäre nichts mehr. Alter, wie viel von den Wichsern sind denn hier? Das ist aber langsam mal gut. Vor allen Dingen, wie die gerade mal so gar keine Gefahr darstellen. Gerade ist ja mega entspannt. Komm, ich will dieses Ding hier drehen. Noch drei bis zur nächsten Belohnung. Ich liebe Belohnung. Okay. Okay. Wie komme ich hier runter? Das ist ein Kammer Level 5. Geil. Ich glaube, ich muss hier runter. Ich versuche es einfach mal so. Okay. Moment, ist gerade irgendein Tier neben mir von mir kaputt getreten worden? Habt ihr das Geräusch gehört? Diesen. Hab mir gerade gar nichts bei gedacht, aber dann ist so ein X auf der Minimap aufgetaucht. Das war dann doch ein bisschen strange. So, lass mal hier hochklettern. Ich höre auch Tiere. Aber. Oh, da ist tatsächlich irgendwas. Irgendwas habe ich kaputt getreten. Ein Affen? Ich habe es tatsächlich geschafft, einen Affen kaputt zu treten? Na gut, muss man auch erstmal können, ne? Hier müssen wir rüber, ne? Oh, da oben ist auch ein Affe. Leute, ich habe tatsächlich daneben geschossen. Na gut, ist irgendwo ein Affe. Oh nein, jetzt fällt er da runter. Habe ich doch nicht daneben geschossen? Ja, wer weiß. Boah, das war stylisch. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen gespoilert worden durch Testartikel und sowas. Ich glaube, ich weiß so ungefähr, wie Shangri-La aussieht. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich schon... was geht jetzt ab? Hier ist irgendwo eine Maske. Hat die Ziege hier etwa auch wieder zugeschlagen? Gibt's Pfeile? Noch mehr Pfeile? Wo ist die Maske? Wo ist die Maske? Hast du die Maske auf? Nein. Du hast nicht die Maske auf. Ich höre die Maske aber auch nicht. Wenn ich ehrlich bin. Ich laufe hier gerade durch die Gegend. Ich höre sie nicht. Na, hier so höre ich sowieso schon mal gar nichts. Dann gucken wir mal, kann ich hier irgendwo mit interagieren? So mit dir beispielsweise? Nee. Jetzt bin ich gerade. Ah, ne, hiermit. Bin ich aber mal gespannt. Wir haben uns jetzt dieses komische Ding angeguckt und jetzt wird einfach mal geladen. Vergiss nicht, deinem Tiger mit mittlerer Maustaste Ziele zuzuweisen. Okay. Springen oder was? Ich kann aber auch zurücklaufen. Kann ich ein bisschen den Berg erkunden? Ach, scheiß drauf, wir springen einfach. Woohoo!
मैं जवान था, कृति राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था, कालीनाग। मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया। मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शैंग्रीला को ढूंढने के लिए। आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। Ach lol, ich kann schwimmen. Holy shit, das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte, es wäre gerade eine Zwischensequenz und habe mich gefragt, was passiert. Okay, mega fair. Aber die einzige Möglichkeit, um das Paris zu sehen, Paradies zu sehen. Ja, nicht Paris, das ist was anderes. Es ist zu leben. Das ist strange. Shangri-La, wir sind angekommen. Im Paradies? Ich weiß es nicht genau. यहाँ तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा, किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था, जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। Das sieht ganz schön freak. Wow! Den habe ich gar nicht gesehen. Da war ein weißer hier. Was war das? Help! Help! Habe ich eine Waffe? Nein, ich habe keine Waffe. Ich habe gerade mal gedrückt. Er hat keine Waffe gezogen. Help! Was ist da? Erwecke den Tiger in dir. शेर ने बहुत खून खराबा देखा था। वो एक दूसरी दुनिया से था, एक रक्षक। Holy shit, der hat einen verkackten Dolch in sich stecken. Okay, wir haben einen Nahkampfangriff jetzt mit der Klinge. Das ist cool. Das ist cool. Was mit dem Teaser da jetzt gerade passiert ist, das war aber nicht cool. शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे? Okay. Der Tiger hat seine Heimat verteidigt. Ja, aber gegen wen? Das ist jetzt hier die Frage. Was sind das für komische Abdrücke auf dem Boden, über die wir gerade drüber gelaufen sind? Ich höre einen großen Kampf und ein Gematsche. Wer ist er denn? Hallo? Hä? Shaitano ne Shangri-La par akraman kiya. Is dharti ki nahi, saaf man ki nahi. कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शंग्रीला को चुराना चाहती थी। Ihr kriegt kein Shangri-La. So nicht. Ich bin gerade sehr gespannt, was zum Teufel hier passiert. Das ist so Tybi. Ist er freundlich oder feindlich? Hey! Holy moly! शेर मौत के मुंह से लौट आया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए। Ich bin ein verbündeter Tiger. Shangri-La, der Tiger. Ziel auf einen Gegner und drücke mit der Maustaste, um ihn als Ziel zu markieren. Der Tiger wird dieses Ziel angreifen. Der Tiger kann Feinde wittern und wird dann für diese unsichtbar. Okay. Du bist also ein Freund offenbar. Hallo? Leute. Ich habe dem gerade seine Kette geklaut. Shangri-La के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था.
जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो. Ich bin voll der Gangster. Ja, das funktioniert ja schon mal ganz gut, ne? Bist ein guter Tiger. Kann ich dich in die echte Welt bitte mitnehmen? Das wäre ganz nett. Oh, er ist schon wieder unsichtbar. Er wittert schon wieder jemanden. Witterst du einen, Schnucki? Oh, wie sie sich gegenseitig anschreien, ey. Macht sie mal platter. Dankeschön. Ich hätte gern einen Bogen oder sowas. Irgendwas, womit ich mich auf größere Distanz verteidigen kann. Okay, wir müssen zu zwei Punkten gehen und da irgendwas machen. Wir wissen zwar noch nicht was, aber das ist jetzt auch erstmal irrelevant. Wahrscheinlich müssen wir weitere Ketten klauen, Gangster-Style. Aber das können wir. Wir sind Thugs. Wir sind von der Street. Wir sind aus dem Ghetto. Wir klauen Ketten von Heiligen. Ich frage mich, wie gut ich mich schlage gegen diese komischen Freaks. Wahrscheinlich nicht ganz so gut, wa? Gehen wir mal lieber. Gehen wir lieber den Sternenweg. Holy shit, ja genau, mach dich mal lieber unsichtbar, Tija. Die da vorne lassen wir mal aus. Scheiß auf die Wichsköpfe. Entschuldigung. Was machen die denn hier? Das sieht nicht freundlich aus hier mit den Tieren. Gut, haben die Tiere das verdient. लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों. वो इतने बड़े थे. अभी ओ शंगुला विक्सकॉप. ओ शिट बके. ओ हे, वो कौन है ये सब बंदे, सो viele her. Das war nicht der Deal. What the fuck? Ich habe zwei Leute gesehen. Da kommen auf einmal 1000. Was ist hier los? Wo sind wir denn jetzt? Okay, Leute. Okay, Leute. Wir werden Shangri-La in der nächsten Folge erfolgreich beenden. Aber das wird jetzt hier zu krass. Ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen und ob wieder so viele Leute spawnen werden. Ich danke auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich danke vielmals dafür, dass ihr einschaltet. Vielmals für euer Feedback, für eure Bewertung, für alles. Ich freue mich auf morgen, auf die nächste Folge, denn dieser Shangri-La-Shit ist ganz schön crazy. Bis morgen 18:30 Uhr bei Let's Play Far Cry 4 mit mir, dem Pete. Bis dahin, haut rein.